Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Lehrkräftemangel verstärkt die Bildungsungleichheit. Denn Kinder und Jugendliche, deren Eltern schon von Bildungsausgrenzung betroffen waren, die bekommen den Unterrichtsausfall bzw. die schulischen Lücken besonders hart zu spüren, weil nämlich die Eltern diese Lücken schwerer kompensieren können und Kinder und Jugendliche, die direkt Lernhilfe in den Familien erhalten, die haben es deutlich leichter. Und obwohl der Kultusminister immer behauptet, es gäbe gar keinen so großen Lehrkräftemangel, so ist doch die Realität der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und Eltern in Hessen eine andere. Und auch im letzten kulturpolitischen Ausschuss musste der Kultusminister zähneknirschend einräumen, dass es Unterrichtsausfall in Hessen gibt. Besonders schlimm war der in den vergangenen Monaten im Fach Musik. Zum einen strukturellen Problem der Unterversorgung mit Lehrkräften kam jetzt im Winter auch noch die Erkältungswelle. Damit kann man aber nicht jeden Unterrichtsausfall begründen und auch nicht mit dem Zuzug von ukrainischen Kindern, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Schon vor der Erkältungswelle und vor dem Zuzug von den ukrainischen Geflüchteten gab es viel Unterrichtsausfall in Hessen. Und der wird ja in Hessen bisher überhaupt nicht richtig erhoben. Und so hat auch der Schulleiter Knut Hahn von der Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt das für die Hessenschau bestätigt. Es gäbe kaum ausgebildete Kräfte, die vertretungsweise Unterricht abhalten könnten in manchen Fächern wie Informatik oder Naturwissenschaften, stelle schon der normale Unterricht ein personelles Problem dar. Und genau deswegen muss das Land ja auch über 6.000 Vertretungsverträge abschließen, aber leider eben nicht mit ausgebildetem pädagogischem Personal meistens, sondern mit Studierenden oder Menschen aus anderen Berufsgruppen. Und der Kollege Degen hat es gerade schon gesagt, 10.400 Menschen arbeiten an hessischen Schulen ohne Lehrbefähigung. Und ich finde, das ist das Zeugnis schwarz-grüner Bildungspolitik, meine Damen und Herren. Und das führt dann auch dazu, dass immer mehr Stunden an den Schulen fachfremd unterrichtet werden, also von Lehrkräften, die nicht in dem Fach ausgebildet wurden, in dem sie jetzt unterrichten, oft in Erdkunde, Musik, Englisch oder auch anderen Hauptfächern. Und ja, auch das ist natürlich ein Beleg für den eklatanten Lehrkräftemangel. Und das ist dann auch keine Überraschung, dass die Qualität des Unterrichts in Hessen sinkt. Und das hat nichts, überhaupt nichts mit der individuellen Leistung der Lehrkräfte zusammen, die sich Tag ein, Tag aus aufopfern, um das System irgendwie am Laufen zu halten. Hessens Schulqualität ist laut Bildungsmonitor 2022 im hintersten Fünftel des Ländervergleichs angesiedelt. Platz 13 belegt Hessen, übrigens auch bei den Bildungsausgaben. Und da kann sich jeder der Minister hier noch so oft hinstellen und davon reden, dass es ja in allen Bundesländern irgendwie einen Lehrkräftemangel gibt. Die Zahlen des Bildungsmonitors zeigen das Versagen der schwarz-grünen Landesregierung in der Bildungspolitik auf. Und da fragt man sich schon, wann endlich diese unsägliche Realitätsverweigerung zur Situation an unseren Schulen ein Ende nimmt. Und vielleicht sollte der Kultusminister Lorz statt eines Reisereferenten im Ministerium lieber Graf Zahl einstellen, um die fehlenden Lehrkräfte zu zählen, meine Damen und Herren. Und der Lehrkräftemangel ist auch nicht wie eine unvorhersehbare Naturkatastrophe über uns gekommen, sondern er ist hausgemacht. Nicht nur ist viel zu wenig ausgebildet worden, sondern auch die Attraktivität des Berufsfeldes hat in den letzten Jahren gelitten. Hessen hat im Grundschulbereich nach wie vor die höchste Pflichtstundenzahl. Nirgendwo arbeiten Grundschullehrkräfte so viel wie in Hessen. Und dazu kommt die schlechte Bezahlung, die jetzt jahrelang schlechter war als in anderen Bundesländern und nun endlich nach jahrelangem Druck von Linken, Gewerkschaften, Verbänden, aber auch der SPD-Fraktion endlich im Grundschulbereich auf A13 angehoben wurde. Aber, meine Damen und Herren, auch das ist ein Wahlkampfgeschenk von Schwarz-Grün, was einen Hinkefuß hat. Denn nicht schon in diesem Jahr, sondern erst 2028 wird es dann wirklich auf die Besoldungsstufe A13 wird sie dann erreicht. In diesem Jahr bekommen Grundschullehrkräfte ab August gerade mal ungefähr 60 Euro mehr. Das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Und ohne den Druck auf die Landesregierung wäre selbst dieses auf die lange Bank geschobene Wahlkampfgeschenk nicht möglich gewesen, meine Damen und Herren. Neben der Besoldung sind es aber vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen an Schulen, die dazu führen, dass Lehrkräfte krank werden, in Teilzeit gehen, sich früher pensionieren lassen oder eben junge Menschen sich nach
der Schule überhaupt nicht dazu entscheiden, in das Studium zu gehen oder noch schlimmer nach dem Studium sich explizit dafür entscheiden, gar nicht in das Berufsfeld zu gehen. Als LINKE im Hessischen Landtag haben wir am letzten Samstag gemeinsam mit Vertretern aus der Fachpraxis eine Tagung zum Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich durchgeführt. Und die Rückmeldung sowohl von Lehrkräften als auch von Erzieherinnen und Erziehern war, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen gesund das Rentenalter erreicht werden. Und das ist doch wirklich ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren, wenn so eine Rückmeldung aus der Fachpraxis kommt. Die Belastungen sind viel zu hoch, die Gruppen und Klassen zu groß, die Arbeitszeit zu lang und die Arbeitsumgebung macht auch häufig krank. Und das, all das weiß doch unser Kultusminister. Es gibt längst Studien zur Arbeitszeit und Belastung. Er will es aber nicht wahrhaben. Und genau das ist das Problem, meine Damen und Herren. Um Entlastung an den Schulen zu schaffen, braucht es zum einen mehr Lehrkräfte. Dazu fehlt eine Strategie der Landesregierung. Aber auch Entlastung durch z.B. mehr Verwaltungsfachangestellte oder andere Berufsgruppen in den Schulen. Erzieherinnen und Erzieher, IT-Personal, Logopäden, Musikpädagogen, Ergotherapeuten. All diese Berufsgruppen können und müssen den Schulalltag bereichern. Aber sie dürfen doch nicht ein Ersatz für ausgebildete Lehrkräfte sein, meine Damen und Herren, sondern eine Ergänzung. Die Multiprofessionalität von Ihnen ist eine Mogelpackung, meine Damen und Herren. Aber schon die vorsichtige Forderung zu überlegen, ob nicht jede hessische Schule eine eigenständige Schulpsychologin oder Schulpsychologen haben könnte, die wurde ja schon als lachhaft oder absurd und nicht umsetzbar abgetan. Immer mehr Kinder und Jugendliche haben psychische Probleme. Es mangelt an Therapieplätzen, und in Hessen kommen auf jeden Schulpsychologen 6.300 Schülerinnen und Schülern. In den 70ern hat man sich in der Kultusministerkonferenz auf einen Schlüssel zu 1 zu 5.000 geeinigt. Meine Damen und Herren, weitere 50 Jahre will ich nicht warten müssen, bis die Probleme an den Schulen endlich ernst genommen werden, meine Damen und Herren. Und fest steht, die Lehrkräfte, die dauerhaft bis ins Pensionsalter an den Schulen arbeiten, werden bei diesen Arbeitsbedingungen an den Schulen bald auf der Liste der aussterbenden Arten stehen, wenn sich jetzt nicht grundlegend etwas ändert. Ein erster Schritt der Erkenntnis könnte ja sein, sich der Initiative aus Berlin für einen Staatsvertrag zur Lehrkräftebildung anzuschließen, um bundesweit eben nicht in Konkurrenz um Lehrkräfte zu treten, sondern gemeinsam mit anderen Bundesländern bei der Ausbildung von Lehrkräften an einem Strang zu ziehen. Damit Astrid Sabine Busse nun Berlin ja auch die Präsidentschaft der KMK übernommen hat, wäre es doch ein gutes Zeichen, wenn sich der hessische Kultusminister der Initiative einer Nachfolgerung auch anschließen würde. Als LINKE wollen wir eine Schule mit guten Arbeitsbedingungen, kleineren Klassen, guter Bezahlung, Arbeiten auf Augenhöhe in einem echten Ganztag und eine Schule mit längerem gemeinsamen Lernen und viel Unterstützung für die Kinder, die insbesondere heutzutage mit vielen sozialen und psychischen Herausforderungen an unsere Schulen kommen. Und so eine Schule für alle ist möglich. Bessere Bedingungen in Bildungs- und sozialen Berufen ebenso. Wir sehen ja, für was alles Milliardenbeträge auf einmal aus dem Ärmel geschüttelt werden können. Aber dafür muss eben der politische Wille da sein. Und der ist bei Schwarz-Grün wirklich nicht zu erkennen. Vielen Dank.